Die Feuerwehr Leonberg hat den Abrollbehälter Hygiene beschafft. Den setzen wir ein bei größeren Brandereignissen. Wir möchten an der Einsatzstelle einfach die Kontamination bzw. Dekontamination nach einem Brandeinsatz minimieren und unsere Kameraden schützen. Und deswegen haben wir den Hygienecontainer beschafft. Hallo zusammen, ich stelle euch heute den AB Hygiene vor und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was der alles so kann. Als erstes kommt der Ruben einfach hier an die Putzstation und fängt mal an, seine Schuhe grob zu reinigen, dass wir einfach den groben Schmutz weghaben. Nachdem er geprüft hat, dass alles sauber ist, darf er sich hier mal die Hände waschen. Sobald er sich dann hier die Hände gewaschen hat, gehen wir in den Schwarzbereich rein und gucken uns da mal an, was wir da gemeinsam machen. Der Ruben weiß schon ungefähr, was er machen muss, weil wir fahren schon seit einem Jahr ein Hygienekonzept auf dem GBT mit Rollcontainern. In erster Linie kümmert er sich jetzt darum, dass die Flammschutzhaube sowie der Big Fireliner aus seiner Jacke rauskommt. Die werden separat in zwei Tüten gesammelt, dass Nachfolgende dementsprechend auch ihre Sachen dort reintun können. Anschließend wird er seine Taschen leeren mit seinen Privatsachen, dass sie einfach in seinem Besitz bleiben und dann wirft er ihn einfach dort ab. So, der erste Teil ist erledigt. Ruben hat sich ausgezogen, zumindest seine Jacke. Jetzt räumt er den Big Fireliner noch in eine separate Tüte. Der muss nämlich auch dann zum Prüfen und zum Waschen. Die schmeißt er dann auch in den Müllsack. Jetzt hat er alles drin, was rein muss. Und so schmeißt er es dann dementsprechend in den Abwurfschacht. Und hier werden die ganzen Müllsäcke gesammelt. Wir haben auch die Möglichkeit, über eine Duschstange hier dementsprechend auch die Haare zu waschen. Und dann steht ihm ein Handtuch zur Verfügung, dass er sich einfach ein bisschen frisch machen kann. Das Handtuch habe ich rausgeholt aus unserem Regalsystem hier. Hier haben wir die Sachen vorgerichtet, die wir einfach alle im Schwarzbereich brauchen. Nachdem der Ruben sich frisch gewaschen hat, gehen wir jetzt vom Schwarzbereich in den Weißbereich. Und jetzt sucht er sich aus dem Regalsystem dementsprechend den Trainingsanzug raus. Nachdem der Ruben sich jetzt dementsprechend angezogen hat, braucht er natürlich noch irgendwelche Schuhe. Wir haben auch immer noch die Crocs vorgehalten, die darf er gerne anziehen. Jetzt ist der Ruben einwandfrei wieder gerüstet nach dem Einsatz und fühlt sich bestimmt wohler wie vorher. Ich muss noch aufs Klo. Auch noch? Ja. Aber das ist gar kein Problem, weil das haben wir heute auch dabei. Nein. Lass uns gehen. Okay. Ihr wisst zwar schon, dass der Gemeinderat auch kommt und das auch alles sieht, gell? Ich wollte es nur gesagt haben. Wir haben hier unser Schmuckstück, die kleine Cinderella. Das ist eine Verbrennertoilette von der Firma Cinderella und die funktioniert ganz einfach. Man legt innen drin ein Papier rein, das ist sozusagen eine Art Filter. Der Filter braucht man dementsprechend nachher zum Verbrennen, weil nachdem man sein Geschäft erledigt hat, wird dann einfach ein Knopf gedrückt, eine Klappe geht auf, das Erledigte fällt nach unten und wird dann dementsprechend verbrannt. Hände waschen! Was wir noch als Besonderheit haben am AB Hygiene ist die Auszugswand hier oben. Da haben wir dann die Besonderheit, dass wir vor Regen geschützt sind und einfach nochmal einen zusätzlichen Wetterschutz haben. Wir sind hier jetzt im rückwärtigen Bereich vom Container angekommen. Hier haben wir eine kleine Küchenzeile in Anführungszeichen. Hier unten haben wir mit unseren Kühlboxen dementsprechend Getränke, die wir vorhalten können, die dann auch im Sommer gekühlt sind. Mit der Kaffeemaschine können wir dementsprechend Kaffee machen an Einsatzstellen. Und was wir natürlich noch dabei haben, ist ein kleines Induktionsfeld. Da könnten wir dann dementsprechend Suppen oder Eintöpfe warm machen, wenn es ein bisschen länger dauert. Wie ihr seht, sind die Boxen recht weit oben. Es gibt natürlich auch so kleine Leute wie mich, aber dafür haben wir ein tolles Gadget. Nämlich eine kleine Trittleiter und die zeige ich euch mal, wo die ist. So, und mit der Trittleiter komme auch ich an die obersten Kisten.
Auf der Seite haben wir dementsprechend noch ein Einzugszelt. Wir können hinten in der Heckklappe dementsprechend noch Wände einziehen. Und dann haben wir ein kleines Zelt, wo wir uns dementsprechend aufhalten können. Ohne Sitzmöglichkeiten geht es natürlich auch nicht. Deswegen haben wir hier oben zwei Biertischgarnituren, das heißt zwei Klapptische und vier Bänke dabei. Wir haben in dem Container natürlich auch eine Heizung, eine Infrarotheizung, die an der Decke ist, dass wir das auch im Winter betreiben können. Zusätzlich haben wir eine Lüftungsanlage. Die Lüftungsanlage läuft entweder auf Abluft oder auf Zuluft. Und für die heißen Sommertage haben wir natürlich auch noch eine Klimaanlage an Bord. Das war es mit der Vorstellung vom AB Hygiene. Nachdem der Container nochmal weggeht zur Firma Jerg und alles dann passend für uns gestaltet wird, kommt der Container zurück und wir können ihn in Dienst nehmen. Und für den einen oder anderen wartet dann noch die Einweisung. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche der Versammlung noch einen guten Verlauf.